Weite und Wildnis liegen direkt vor unserer deutschen Haustür. Das Wattenmeer mit seinen Inseln, Sandbänken, Prielen, Flüssen und Baljen ist Europas größter Nationalpark. Auf einer Fläche von ca. 490.000 Hektar tummeln sich hier Seevögel, Seehunde, Robben, Tümmler und Tausende von Mikroorganismen. Die Gezeiten bringen eine stetige Veränderung der Landschaft mit sich. Alle 6 Stunden wird Meer zu Land und Land wieder zu Meer. Mit dem Wattensegler 2 befahre ich diese einmalige Naturlandschaft in der Nordsee. Moin und schön, dass du dabei bist. Dieser Film führt uns durch 3 kleine einzelne Tagesturns mit Startpunkt Bremerhaven. Am 7. September 2019 machen wir uns auf den Weg mit dem Ziel Leuchtturm Hoheweg. Schon oft bin ich an diesem schönen Leuchtturm auf der Weser vorbeigefahren und habe mir immer mal vorgenommen, diesen auch zu besuchen. Heute ist es soweit. Um 10.30 Uhr verlasse ich die Schleuse Neue Hafen und nehme Kurs Richtung Nord. Mit dabei ist mein Kumpel Michael. Schon gut in Sicht. Gleich mal auf die Karte gucken, wo man sich den am besten annähert. Dietrichwasser müsste hier so roundabout um 1 Uhr sein und wir haben es kurz nach 12. So, von hier kommen wir und hier ist der Leuchtturm und da soll es dann hier irgendwo reingehen. Mal gucken, ob man da den Eingang findet. Wir uns jetzt langsam an die Wattkante ran und gucken mal, wo wir möglichst nah an den Leuchtturm rankommen oder ob wir vielleicht sogar die Einfahrt zur kleinen Lagune finden, wobei jetzt gerade Niedrigwasser ist, beziehungsweise eine halbe Stunde. Vielleicht kommen wir da gar nicht mehr rein. Und dann fahren wir hier einfach an der Kante irgendwo ran. Die Wattkante. Schauen wir mal. Oder wir fahren auf den Strand drauf und schauen gleich mal, wie es da aussieht.
mal genickt. Okay, Anker raus. So, sind jetzt hier direkt auf so eine Sandbank raufgefahren. Aber da geht's nicht. Liegen mit Anker aus, wenn das Wasser nachher steigt und mir das Boot nicht abhaut. Jo, das war's erstmal. Motor aus. Und dann klar machen zum Landgang. Ja, ziemlich cool hier. Ganz klares Wasser. Und jetzt gucken wir uns mal den Turm an. Mal gucken, wo wir da durchkommen. Also man kommt da nicht trockenes Fußes jetzt von dieser kleinen Insel rüber. Das ist da ziemlich tief, von daher muss die Kamera auf dem Weg zum Leuchtturm an Bord bleiben. Muss ich da dahin schwimmen und da kann ich die Kamera nicht mitnehmen. Und die Unterwasserkamera mit Gehäuse habe ich glücklicherweise nicht mit. Okay, dann gebe ich in dieser Zeit ein paar Infos zum Leuchtturm. Der 1856 in Betrieb genommene Leuchtturm Hohe Weg ist einer der ältesten und wichtigsten Navigationshilfen vor Bremerhaven am westlichen Fahrwasserrand der Außenweser und befindet sich auf der gleichnamigen Sandbank Hohe Weg, die zum Niedrigwasser hier hochtrocken fällt. Mit seiner Gesamthöhe von 36 Metern über Normal Null erreicht sein weißes Leuchtfeuer eine Tragweite von 19,5 Seemeilen. Zudem dient das Bauwerk als Antennenträger für die Radarkette Außenweser. Im Turm befindet sich eine eigene Zisterne, Lagerräume und mehrere Stuben für bis zu 4 Leuchtturmwärter, die bis 1973 auf dem Turm ihre Dienste verrichteten. Wer diesen schönen Leuchtturm auch ohne eigenes Boot besuchen möchte, kann mit dem Ausflugsdampfer MS Vega 2 von Fedderwader Sihl eine Fahrt zum Leuchtturm Hohe Weg mit Krabbenfang buchen. Wieder zurück. Jetzt gibt's Mittag. Dann wollen wir ja draußen essen, aber es pieselt. Überall blauer Himmel, über uns eine so eine dunkle Wolke. Das Wetter beruhigt sich erstmal wieder und hier auf dem Wasser stellt sich gerade eine ganz mystische Stimmung ein. Total windstill und tolle Lichtverhältnisse. Viertel nach drei. Wir lassen jetzt hier unter Ankerplatz am Leuchtturm und fahren wieder zurück nach Bremerhaven. Das Wetter sieht so ein bisschen komisch aus dahin.
nicht nach Gewitter, aber da gehen schon ganz schöne Regenfronten durch. Glatt, ganz brüchige Stimmung. Da ein Steuerbord, da geht richtig was runter. Ich glaube, es ist an uns vorbeigezogen. Es zieht jetzt vor Richtung Bremerhaven und wir befinden uns schon wieder auf der Weser und haben derzeit schon wieder 10 Meter 40 Wasser unterm Kiel. Und da fährt auch noch einer. Oh, da. So. Haben eingeschleust. Mir ist arschkalt. Das war's hier mit der Leuchtturmtour. So, geduscht, wieder trocken. Das hat eben echt ganz schön gegossen. Also ich war wirklich bis unter die Unterhose nass. Wieder am Hafen fest. 18 Uhr haben wir hier angelegt. Und ja, war ein schöner Turn. Die Segel gestern mal hochgezogen zum Trocknen, ist alles klitschnass. Insgesamt waren das 36,5 Seemeilen bis zum Leuchtturm Hohe Weg und auf jeden Fall vom Bremerhaven ein lohnenswertes Ziel. So, das war's erstmal. Bis dann. Bina von Bremen. So, heute ist ein Tag später als gestern. Wir fahren dann mal raus Richtung Watt. Wahrscheinlich mal Richtung Wursterarmbad laufen. Bei diesen Windverhältnissen lohnt es sich nicht, die Tücher hochzuziehen und wir Motoren Richtung Wursterarm. Circa 13 Uhr gehen wir an der Prielkante vom Wursterarm vor Anker. So, liegen jetzt hier vor Bremen, vor Anker, beziehungsweise jetzt schon trocken, fast trocken, auf Grund. Und wollen jetzt ein bisschen Watt laufen gehen. Vielleicht laufen wir auch noch rüber zum Land, zum Siebhaus. Es sieht aber schon wieder so dunkel aus. Auf, sieht schon wieder nach Regen aus. Vielleicht kriegen wir wieder einen nassen Arsch.
jetzt bis zum Land 100 Kilometer sein, hier vom Wasserarm. Das Watt ist hier ganz fest. Viele Muscheln, auch ein paar Steine dazwischen. Das Wasser ist so gegen 2:30. Ist jetzt 2:30, also eine Stunde ist das wenigste dann. Also eine Stunde ist dann Niedrigwasser. So, sind jetzt gleich da. Ich glaube, hier geht dann noch ein kleiner Priel durch. Wir den durchkommen, sollen wir mal sehen. Man läuft jetzt hinten vom Wurster Arm bis hier nach Bremen an Siebhaus. Ca. 25, 30 Minuten. Man kann da ganz gut laufen. Es gibt hier so ein kleines Schlickfeld, das ist ein kleiner Mittelpriel. So ein ganz dünner, der ist ziemlich weich, aber ansonsten geht das. Sind da. Das Siebhaus. Dieses in den 70er Jahren erbaute Gebäude am Bremer Tief wurde bis zum Jahr 2002 als Krabbensiebgebäude genutzt. Nach anstrengenden Tagen auf See landeten die Krabbenfischer hier ihren Fang zum Sieben an. Hier wurden die Nordseekrabben, auch Granat genannt, nach unterschiedlichen Güteklassen gesiebt und die Fangmenge ausgewogen. Im Juli 2005 entstand das Siebhaus in seiner heutigen Form. So, 10:03, es geht zurück zum Boot. Zurück am Wattensegler. War schön. Und dann kommt noch ein Freund aus Bremerhaven mit seinem Boot zur Wattkante gefahren und bringt Bierchen mit. Super. So,
16.15 Uhr haben den Ankerplatz wieder verlassen und dann mache ich es auf dem Weg von Bremerhaven. War ein ganz netter Ausflug. Zum dritten Tagestörn befinden wir uns bereits im November. Heute soll es zur Langlüttchen-2-Insel gehen, auch die sogenannte Teufelsinsel. Die Insel möchte ich nur außerhalb der Brutensetzzeit besuchen. Heute mit dabei ist auch mein Kumpel André. Nach dem Inselbesuch soll es über die Doppelschleuse in den Fischereihafen gehen, da ich plane, am morgigen Tag das Boot auszukranen. So, 11 Uhr haben wir jetzt abgelegt, haben uns jetzt auf den Weg gemacht zur Schleuse Neuer Hafen. Die Schleuse Neuer Hafen ist jetzt nicht mehr besetzt, weil die November-Winterbetrieb geht und die wird dann über die Kaiserschleuse gesteuert. Das heißt, man muss die Kaiserschleuse anfunken oder anrufen und dann bedienen die das dort fern. Dauert aber ein bisschen länger. Jetzt haben wir Glück, ist gerade ein Schlepper, der reinkommt, dann können wir gleich bei der Ausschleusung wieder mit reinhuschen. So, sind auf der Weser. Niedrigwasser ist hier heute um 13.47 Uhr. Wir planen so circa zwei bis eineinhalb Stunden an der Wattkante zu sein. Wir tasten uns jetzt mal aufs Watt vorsichtig heran. Fahren noch mit 4 Knoten über Grund, sind es bei 9 Meter. Versuchen jetzt hier so eine kleine Nase im Seitenarm von der Weser zu finden. Aber ist nicht kalt. Nee. Nee. So, liegen jetzt hier an der Wattkante, haben wir 40 cm Wassertiefe. Und den Rest zur Insel müssen wir zu Fuß laufen. Jetzt werden wir dann den richtigen Weg finden, der uns da auch erfolgreich hinführt, im Wasserstand hier. Es halt geht nicht über Bauchnabel, ne? Nee. Da wird es dann interessant. Nordwestlich von Bremerhaven wurde neben der Insel Langlüttchen 1 nahe Nordenham von 1972 bis 1976 die Insel Langlüttchen 2 künstlich mit Sand aufgeschüttet. Die Insel ist ohne Verbindung zum Festland und nur mit dem Boot bei Niedrigwasser zu Fuß zu erreichen. Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts dienten die künstlich aufgeschütteten Eilande als Küstenfort zur Sicherung gegen Angriffe von See. Sie bildeten neben den nicht mehr existierenden Weserforts Brinkermauerhof 1 und 2 vor Bremerhaven ein Festungsviereck. Die Insel Langlüttchen 2 hat eine ovale Form mit einer Länge von etwa 200 Metern und einer Höhe von 10 Metern über normal Null. Darauf wurde ein beschusssicheres Fort aus Ziegelmauerwerk mit abgerundeten Ecken errichtet. Das Fort selber wird von einem 8 Meter tiefen Graben geschützt. Dann schrieb die Insel ein dunkles Kapitel in seiner Geschichte. In der Festungsanlage von Lüttchen 2 befand sich von 1933 bis 1934 ein Schutzhaftlager der SA. Dieses wurde auf Veranlassung der Bremer Gestapo eingerichtet. Neben dem SA-Wachpersonal sollen bis zu 100 Gefangene untergebracht worden sein, denen der tiefe Wallgraben als Gefängnishof diente.
Die qualvollen Schreie der Gefolterten und Gefangenen sollen meilenweit zu hören gewesen sein. Bei Annäherung an die Insel wurden unangemeldete Besucher ohne Vorwarnung beschossen. In der Bevölkerung wurde die Insel bald auch Teufelsinsel genannt. Aus Kostengründen und wegen der umständlichen Versorgung wurde die Gefangenenunterbringung bereits nach 5 Monaten wieder eingestellt. Die Insel sowie deren Bauwerk ist heute im schlechten baulichen Zustand. Das Betreten der Festungseinrichtung ist verboten. Im Rahmen von den Stadtrundgängen und Wattwanderungen des Nordenhammer Marketing- und Tourismusverkehrs kann Lütjen 2 mit einem sachkundigen Führer besichtigt werden. Diesem Verbot folgen wir auch und umrunden die Insel nur zu Fuß, am Inselrand. Die Darstellung und Fotos der Festungsanlage stammen aus zugänglichen Archiven. Fast vergessen liegt nun die Festungsinsel oder auch die Teufelsinsel in der Wesermündung im Watt und wartet auf ihre neue Bestimmung. Auf dem Rückweg entdecke ich einen neuen Wasserlauf, den ich gerne folgen und als GPS-Track aufzeichnen möchte. Dabei stoßen wir 100 Meter vor dem Boot auf einen Priel, der sehr tief ist und uns zur Umkehr zwang. So müssen wir nun die halbe Strecke zurücklaufen, den Priel an einer flachen Stelle passieren und wieder Richtung Boot gehen. Das kostet dann doch ziemlich viel Zeit und der Wasserstand steigt hier stetig. Und die 11 Grad Wassertemperatur machen sich irgendwann an den Beinen auch ganz schön bemerkbar. Die Abkürzung, die wir nehmen wollten, hat nicht geklappt. Wir mussten hier ganz schön zurücklaufen. Der Priel hat uns den Weg abgeschnitten. Das sind da ungefähr 500 Meter. Kommen wir jetzt hier durch? Wir sind da durch. Ja. So. Ein Wattensegler wieder erreicht. Oh, später hätten wir auch nicht kommen dürfen. Wir sind auch gleich dran. Wenn die Kelly raus ist, dann fahren wir Richtung Werft. Da bleibt es eine Nacht liegen, das Boot. Und am Freitagmorgen, wenn alles nach Plan läuft, wird ausgekranen und ist die Saison erstmal vorbei. Kamera nicht ruhig halten kann, sich daran, dass ich so zitter. Ich friere gerade. Und damit geht für mich die Saison 2019 hier zu Ende. Morgen wird ausgekrannt und der Wattensegler geht in sein Winterlager. Wir sehen uns.